so Joy. Oder so. Ja, Leute, willkommen zu einem neuen Weekend-Game. Wir spielen Shadowgate, so nennt sich dieser Point-and-Click-Adventure-Stern, der einen Klassiker widerspiegelt aus dem Jahr 1987. Ich kenne das Spiel leider nicht. Dieses Spiel ist allerdings vom 21. August 2014 und auch das habe ich noch nie gespielt. Bin also wieder ein Blind-Projekt, aber wieder ein so ein bisschen rätsellastiges Spiel. Es geht um einen Ritter, der in einer Festung einen Schwarzmagier oder so finden will, und dann müssen wir noch die Waffe finden, und das alles müssen wir mit geschickten Rätseln Raum für Raum irgendwie schaffen. So in die Richtung wird es wahrscheinlich laufen. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gespielt. Wir lassen uns also einfach mal voll überraschen und werden die Festung in Beschlag nehmen und den Schwarzmagier in die Flucht schlagen, wollte ich sagen. So, und jetzt geht's los, bevor die Musik mich vollends übertönt. Legen wir los mit einem neuen Spiel. Normal oder klassisch? Für Spiele, für die Abenteuer aus der Ego-Perspektive Neuland sind Erfahrungen mit dem Shadowgate-Universum nicht wirklich erforderlich. Wir bleiben mal bei normal. Viel Spaß. A hero's journey, a great quest. Certainly it shall be these things. But for you, young Jair Kathaka, soldier of Windermere, could it not be so much more? In dreams, I have come to you, beseeching, entreating. Ride south, boy. Take naught but a dirk, a torch, courage. Ride south from Rivelin, around the southern arm, through the Waven Fair Wood, past Myrithsath, beyond the citadel of Murlac Tor, and the spires of Gimdane, and the darkness of Tarketh's Pass. There you shall find my stone in wait. Under the shade of the mountain ridge, none have entered, either on foot, on mount, on wing. Gatekeeper, the oldest of spires, it harbors that which has been spoken of in whispers and ascribed to legend. Shadowgate, the living castle. Is not as it should be. One of our own is now our great bane, a blight upon us. He has brought the ancient keep low, and it now lies fallow. It is there that you will find me, Lackmere of the Circle of Twelve. It is there that you will find this great quest. It is there that you will find yourself. Es ist immer so herrlich schön, wie mein Gesicht immer manchmal stehen bleibt in diesen kleinen Sequenzen. Hinweise, willkommen im Tutorial. Hinweise zum Spiel werden an geeigneter Stelle erscheinen, um die Spielmechanik zu erklären. Du kannst die Hinweise sowie das Kommandosystem im Einstellungsreiter im Hauptmenü jederzeit ein- und ausschalten. Drücke die X-Taste, um einen Hinweis zu schließen. So. Das Kommandosystem. Klicke auf ein Objekt im Spiel und die Kommandosymbole werden in einem Kreis um das Objekt erscheinen. Klicke auf ein Kommandosymbol, um das Kommando mit dem ausgewählten Objekt zu benutzen. Zum Beispiel, um den Schädel vom Boden zu nehmen, klicke auf den Schädel und dann auf das Nehmen-Symbol, das wie eine Hand aussieht. Aha! Okay. Wirst du dich selbst finden. Mit Lackmirs Worten in deinen Kopf stolperst du ein wenig umher, bis die Welt aufhört sich zu... Mehr bitte. Drehen. Du stehst vor dem Gatekeeper-Gebirge, eine kunstvoll verzierte Tür umgeben von einer Reihe aus Schädeln. Befindet sich in der Felswand. Okay. Ach, so kann man das dann hier rausholen, alles klar. Ich hab's, wie gesagt, ich hab's noch nicht mal angespielt. Ich habe keine Ahnung. Wir werden jetzt mal das nehmen, die Tür.
Du lässt den Schädel beinahe fallen, als er zu reden beginnt. Wurde auch Zeit, Junge. Du ahnst ja nicht, wie lange ich schon hier bin. Du kannst mich Jurik nennen. Ich kann mich zwar nicht erinnern, wie ich hierher gekommen bin, aber ich weiß eine Menge über diese Burg. Wenn du Hilfe bei deinem Abenteuer brauchst, sprich mich einfach an und ich werde dir einen Hinweis geben. Okay, Jurik. Ja, okay. Was haben wir hier? Die Karte lesen. Klick und zieh, um die Karte zu bewegen. Benutze das Plus- und Minus-Symbol unten links auf der Karte, um zu vergrößern oder zu verkleinern. Klicke auf die Mitte vom Kompass und die Karte, um die Karte auf deine jetzige Position zu zentrieren. Der Raum, in dem du dich zurzeit befindest, ist hervorgehoben. Wenn du andere Bereiche von Shadowgate findest, werden sie mir nur im okay. Gut, dann können wir hier natürlich noch nicht so viel finden. Höhlen. Gut. Haben wir hier noch einen Rucksack. Inventarabschnitte. Gegenstände in deinem Inventar sind in 4 Sektionen aufgeteilt. Zaubersprüche in der Sektion Zaubersprüche. Gegenstände, die du anlegen kannst in der Sektion Ausrüstung. Bücher und Schriftrollen in der Sektion Archiv. Alles andere in der Sektion Gegenstände. Klicke auf die Reiter oben im Inventar, um zwischen den Sektionen zu wechseln. Okay. Jetzt haben wir hier ein Schwert. Können wir uns das mal angucken? Dieser rostige und schattige Dolch hat schon bessere Tage gesehen. Ja, wir sind hier ein cooler Typ jetzt. Deswegen muss ich auch so sprechen, natürlich. Benutze dies auf was? Weiß ich noch nicht. Ich muss mich erstmal hier umschauen. Du benutzt es und schaffst es, den dicken... Achso, ich habe die Wurzel mit dem Schwert. Gegenstände ausrüsten. Siehst du den Helm auf dem Boden? Das ist ein Gegenstand, den du ausrüsten kannst. Gegenstände kann man ausrüsten, indem man sie auswählt und dann Ausrüsten-Schild-Symbol auswählt. Ausgerüstete Gegenstände sieht man auf dir selbst, das Porträt oben rechts im Bildschirm und in einem Inventar. Du kannst Gegenstände auf die gleiche Art und Weise ablegen. Okay. Können wir das dann jetzt machen? Können wir das jetzt alles ausrüsten hier? Nee, natürlich nicht alles, aber ich muss ihn ja erstmal nehmen. Nee. So, jetzt habe ich den Helm. Gegenstände, zum Beispiel ein Schlüssel, die du nimmst, befinden sich in deinem Inventar. Klick auf den Rucksack auf dem Bildschirm in der Ecke unten links in deinem Inventar. Du kannst warum dann? Ja. Okay. So. Komm her, du Helm. So, ausrüste. Du platzierst den Helm auf deinem Kopf. Er ist dir viel zu groß und versperrt dir beinahe die Sicht, aber wir sind Ritter und deswegen macht es uns nichts aus. Das kennen wir ja schon. Können wir das auch bitte? Achso, jetzt habe ich das wieder genommen, das Schwert. Ich möchte den Schlüssel nehmen. Benutze ein Objekt auf ein anderes. Wähle als erstes das Objekt, das du benutzen willst. Dann das Benutzen-Schraubenschlüssel-Symbol und dann auf das, womit du das Objekt benutzen willst. Zum Beispiel benutze den Schlüssel, um die Tür aufzuschließen. Wähle als erstes den Schlüssel, dann das Benutzen-Symbol und klicke dann auf die Tür. Okay. Dann möchte ich bitte jetzt den Schlüssel benutzen. Benutze dies auf was? Pass auf, ich zeig's dir. Auf die Tür. Du drehst den Schlüssel im Schloss und öffnest die Tür. Danach wirfst du den Schlüssel weg. Boah, aufgemacht dann. Weg damit. Du kannst Objekte öffnen und schließen, wie zum Beispiel unverschlossene Türen, in denen das Objekt... Ja, ich hab's schon gemacht. Was haben wir hier oben? Die kreisförmige Vertiefung im Torbogen deutet an, dass dort etwas hineingehört. Ach so. Dieser kunstvolle, mit Schädeln bestückte Torbogen umgibt einen ominösen Eingang in der Seite des Berges. Ja. Gut. Ja, das war's. Warte, liegt hier unten irgendwie was? Nee, sieht wahrscheinlich nur so. Dann gehen wir da mal rein, ne? So. Du kannst das Gehen-Kommando oder Doppelklick benutzen, um durch Eingänge entlang. In einigen Fällen kannst du das Gehen-Kommando benutzen, um zu... okay. Ja, Doppelpunkt. Zack. Die Tür öffnet sich mit einem unheimlichen Knarzen. Ohne Vorwarnung erscheint ein paar glühende Augen in diesem Raum. Du hörst eine bedrohliche Stimme. Ein Kind, das das, was even the vaunted circle of 12 could not contain my growing power. Come if you wish. It makes little difference. Seal your fate within this living castle of the dead. Siehst du den Hebel auf der rechten Seite? Weil es ein stationäres, nicht aufnehmbares Objekt ist, verhält sich das Benutzen-Kommando anders. Wähle einfach den Hebel und dann das Benutzen-Symbol. Das ist dasselbe, als wenn du dich selbst auf das Objekt benutzt. Ist das der Hebel? Nein, das ist die Fackel. Da ist der Hebel. Der Hebel bewegt sich, nachdem du ihn geschlagen hast. Ihr habt übrigens gesehen, dass unten steht der Text, den der Typ auf Englisch redet, nochmal auf Deutsch. Als Antwort darauf öffnet sich die Wand, um eine Öffnung mit einem Schlüssel kommt zum Vorschein. So, den nehmen wir jetzt auch nochmal mit.
Na, und die Fackel nehmen wir auch nochmal. Das packen wir alles in unseren coolen Rucksack. Kalter Nebel wirbelt um deine Füße und umhüllt dieses Vorzimmer mit einem unwirklichen Gefühl. Wie unwirklich. Ist es hier? Diese runde Falltür besteht aus einem seltsamen Material. Sie ist mit einem Zauber versiegelt. Vielleicht würde ein Zauberspruch die Falltür öffnen. Gucken wir uns mal hier um. Ein seltsames Muster, das du noch nie so vorgesehen hast, ist in dieser Eisentür eingeritzt. Die Tür ist verschlossen. Können wir da mal einfach hingehen? Nicht? Können wir unseren neuen Schlüssel hier mal eben benutzen? So. Warte, habe ich das jetzt... Huch, ich dachte, ich habe den Schlüssel genommen. So. So. Du brauchst beide Hände, um den Schlüssel in diesem widerspenstigen Schloss umzudrehen. Ein lautes Klick tönt durch den Raum und du wirfst den Schlüssel weg. Die Tür ist verschlossen und lässt sich deshalb nicht öffnen. Beides miteinander zu benutzen hat nichts Konstruktives gebracht. Ein kalter Nebel wirbelt nur deine Füße. Du packst in deinen Rucksack. Okay, das hatten wir alles schon. Da steht jetzt immer noch das Alte auch noch. Das ist ja etwas irritierend hier. Können wir da durch? Die Tür schwingt auf. Deine Karte. Unten links neben deinem Rucksack ist die Karte. Die Karte verzeichnet die Orte, an denen du bereits gewesen bist. Sowie Dinge, die vielleicht von Interesse sind. Klicke auf die Karte, um sie zu öffnen. Ist also ein bisschen wimmelbildlastig. Vielleicht komme ich deswegen ganz gut rein. Wir werden sehen. Der Zurückpfeil. Unten rechts neben deiner Fackel ist der Zurückpfeil. Benutze den Zurückpfeil, um in den Raum zu gehen, der sich hinter dem jetzigen Raum auf der Karte befindet. Ich möchte aber dahin gehen. Die Tür schwingt auf. Das Spiel laden und speichern. Du kannst das Spiel jederzeit speichern und laden. Und das ist auch wichtig, denn Shadowgate ist ein gefährlicher Ort. Klicke auf das Zahnrad-Symbol in der Ecke oben rechts, um das Speichermenü zu öffnen. Es gibt auch eine Tastaturbelegung für schnell speichern und laden. Ach, echt? Ich wollte das mal ausprobieren. Du kannst Zaubersprüche aus bestimmten Büchern und Schriftrollen lernen. Als erstes öffne das Buch, aber... Oder die Schriftrolle ansehen. Du kannst einen Zauberspruch beschwören, indem du ihn Reiter Zaubersprüche. Okay, gucken wir einfach selber. Hier, wir müssen erstmal auf die Karte. Das muss ich erstmal hier verstehen. Das ist der Eingang, dann waren wir im Vorzimmer und jetzt sind wir hier in der Nische. So, jetzt gehe ich mal. Müsste das jetzt hier? Nee, es sind immer noch die Höhlen. Und was liegt hier? Gucken wir mal an. Du untersuchst das Skelett, findest aber keinen Hinweis auf die Todesursache. Trotzdem hast du ein ungutes Gefühl bei der Sache. Kann man da was machen? Du untersuchst die Leiche. Diese Aktion produziert ein Geräusch von knackenden Knochen, sowie ein Stück Pergament und eine Schriftrolle, die du in deinen Rucksack legst. Die nehmen wir auch mal mit. Du packst es in deinen Rucksack. Noch was? Eine muffige Brise kommt aus der Richtung des Altars in der Nische. Ein langer Flur führt tiefer unter den Berg. Der modrige Geruch des Buches deutet auf sein Alter hin. Ich möchte jetzt gerne schauen, was wir im Archiv haben. Schauen wir uns mal alles an. Du liest die hastig gekritzelte Nachricht auf dem Pergament. Da sie die einzige Möglichkeit ist, die Elementare zu fangen und zu kontrollieren, musst du die silberne Kugel hinter dem Wasser der Kanalisation verstecken. Silberne Kugel hinter dem Wasser der Kanalisation. Was haben wir hier? Das Pergament dieser Schriftrolle ist sehr brüchig. Diese aufgerollte Schriftrolle ist mit einem Wachssiegel verschlossen. Können wir das denn einfach öffnen oder geht sowas nicht? Vorsichtig öffnest du die Schriftrolle. Du liest die Nachricht auf der Schriftrolle. Fandrill, diese Nachricht ist von höchster Priorität. Wir müssen uns koordinieren. Komme zu meinem Obelisken im Raum der Anwärter unter der Kanalisation. Ich befürchte das Schlimmste, aber ich habe einen Plan, der eine Katastrophe vielleicht noch abwenden kann. Es ist mit dem Namen Lakmir unterschrieben. Dann können wir das doch vielleicht auch vorsichtig öffnen. Die Schriftrolle knistert, als du sie öffnest. Du liest die Nachricht, die auf die Seite gekritzelt wurde. Brown, ich habe deinen Hund. Wenn du das fliegende Ast... Was? Wenn du das fliegende Ast wiedersehen willst, bringe die drei Kürbisse zum Ort jenseits der Erntetür. Aber Vorsicht, nur jemand, der eine Maske für Halloween trägt, bekommt Einlass. Dort musst du mein Antlitz einschnitzen und die Opfer müssen im Feld der Halloween-Kürbisse erleuchtet werden. Dann werde ich befreit werden und alles wird ein Ende haben. Hochachtungsvoll, GK. Okay. Habe ich hier noch mehr? Ablegen. Unseren Helm. Der Frosted-Helm sitzt auf deinem Kopf und ist mehrere Nummern zu groß. Zauberspruch haben wir hier anscheinend noch nicht. Ah, etwas bewegt sich unter deinen Füßen, als du das Buch öffnest. Und nein, eine Falltür. Bitte keine Falltür.
Hier, der Typ hier. Du durchsuchst die Taschen der Leiche, du findest nichts. Hm. Ungeachtet der Schmerzen hältst du deine Hand über die Flamme, um zu sehen, wie lange du durchhältst. 4 Sekunden später hast du die Antwort. Das voll der schlaue Typ. Seltsame Markierungen und Runen befinden sich auf der Säule, die diese Statue umgibt. Eine Statue, die eine vermummte Person mit dunklem Antlitz darstellt. Okay. Gut, dann... Oh! Du lehnst deine Schulter gegen den Stein und drückst. Der Stein zerbricht und es kommt eine Öffnung zum Vorschein. Erst vielleicht mal gucken. Ein modriger Geruch und ein Rascheln kommen aus dem Loch an der Felswand. Erstmal nehme ich hier nochmal die Fackel mit. Und können wir die Fackeln vielleicht direkt mal hier anzünden? Komm, das geht doch bestimmt in der Kerze. Jawohl. Voll gut, ey. Ja. Entzündest die Fackel und lässt die alte einfach liegen. Ich schwöre, wir bewegen uns nach oben. Ich denke, ich kann mich an diese Höhlen erinnern, sagt Jorik. Ja, aber geh doch mal dahin. Now. Du zwängst dich durch die enge Öffnung in der Dunkelheit. Alte, alle Gegenstände anzeigen. Wenn du wissen willst, mit welchen Objekten im Raum du interagieren kannst, benutze die Objekte anzeigen. Tastaturbelegung, Steuerung F2. Und die Objekte werden pulsieren. Jetzt muss ich mal erstmal hier das Mikrofon immer so kompliziert umgreifen. Was kann ich jetzt hier machen? Ja, erstmal schaue ich mich mal hier um. Das Lagerfeuer knistern, die Flammen tanzen um das Holz. Dieser Knochen ist eindeutig von einem Menschen. Guck mal, hier ist da was bei vielleicht. Die Federn des Pfeils sind ein wenig zerfleddert, aber die silberne Pfeilspitze ist in einem guten Zustand. Können wir das mal nehmen? Du betrachtest den Knochen, aber dann entscheidest du dich, ihn nicht mitzunehmen, da er für dein Abenteuer keinen Nutzen hat. Aber was ist denn mit diesem Pfeilding? Packst es in deinen Rucksack. Na, das ist doch schon mal was. Haben wir was gefunden. Aus einer Öffnung in der Felswand über dir weht ein kühler Wind und dir läuft ein kalter Schauer am Rücken herunter. Mhm. Ist das da? Ich will das mal eintreten. Oh, wo sind wir denn? Tastaturbelegung. Auf einige Schwierigkeitsgraden erscheinen nur für die das Objekt relevanten Kommandos auf dem Rad. Aber Kommandos, die nicht auf dem Rad erscheinen, können trotzdem mit der Tastaturbelegung ausgeführt werden. Du kannst die Tastaturbelegung im Optionsmenü ansehen oder festlegen. Du kannst außerdem die Elemente der Benutzeroberfläche verstecken, indem du die Tastaturbelegung für Benutzeroberfläche verstecken benutzt. Ich blick nicht mehr durch. Ich mach einfach mal. Du verpasst dir vollständig einen mächtigen Schlag mit deiner Faust. Die Metallschale wird vom Rest getrennt und fällt in die Schlucht. Der Standfuß bleibt zurück. Einfach mal alles kaputt machen. Was habe ich mitgenommen? Ich nehme hier irgendwie 1000 Sachen mit. Können wir das denn nicht einfach mal ausrüsten? Oder so? Oder nicht? Oder das? Ausrüsten? Nee, das sind alles nur zum Benutzen. Ausrüstung? Nee. Okay. Es passiert nicht das, was du erwartet hast. Es hat keinerlei Auswirkungen. Du schaust über den Rand der Schlucht und verlierst fast das Gleichgewicht. Ein Schwall warmer Luft trifft dich und der Schrei einer unbekannten Kreatur ist zu hören. Möchte ich der begegnen? Die klapprige Brücke besteht nur aus ausgefransten Seilen und verrottenden Planken. Wie als Warnung steht ein Schädel davor. Tja, wo wollen wir dann lang gehen? Was ist das hier jetzt eigentlich? Eine Gestalt bewegt sich in der Öffnung am Ende der Höhle. Du hörst das unmissverständliche Twang eines Langbogens, gefolgt vom Pfeifen eines Pfeils. Du springst instinktiv nach links. Du siehst den silberglänzenden Pfeil zersplittern, als er dich verfehlt und den Felsen hinter dir trifft. What? Dann gehe ich wieder dahin. Dann gehen wir da lang. Das ist die sichere Brücke. Du stehst am... Oh, oh, ein dichter Nebel begegnet dir, als du aus dem Flur in den kleinen Raum kommst. Dementor, Dementor! Die Temperatur senkt ab, aber ab als eine Kreatur vor dir erscheint. Sie weicht vor dem Licht deiner Fackel zurück. Ist ja auch ein Dementor, Expecto Patronum. Ja, dann... Ja, kann ich das... weg haben, bitte. Ja. Ich nehme mal noch ein paar Fackeln mit. Die auch. Kann ja nicht schaden, nee. Du nimmst es. Ich weiß. Jori klappert mit den Zehen und sagt, es ist verdammt kalt geworden. Kalt und dunkel. Es ist ja auch ein Dementor. Ein dichter Nebel begegnet dir, als du aus dem Flur in den kleinen Raum kommst. Nimm die Fackel. Nimm die Fackel.
Nimm die Fackel. Den da. Kann der eigentlich was machen? Du schaust dich an, ob unglaublich du auf diese Abenteuer wirklich vorbereitet bist. Greif den mal an. Als du dich ihm näherst, wird der Körper des Schattengeistes zu Nebel. Im nächsten Moment nimmt der Schattengeist wieder seine ursprüngliche Form an und die Temperatur der Umgebung fällt wieder um ein paar Grad. Diese Situation ist schwieriger als erwartet. Was mache ich denn jetzt mit dem? Können wir den irgendwie angreifen. Als du dich näherst, wird der Körper des Schattens... Ja, okay. Und damit? Bestimmt brauchen wir einen Zauberspruch. Okay, das funktioniert nicht. Ich glaube, wir müssen erstmal wieder gehen. Ich glaube, wir gehen erstmal. Kalt und... Und wenn wir einfach doch nochmal eine Fackel nehmen? Schlagen, Jorik. Sprechen. Ne, ich nehme mal eine Fackel. So, jetzt habe ich eine neue. Kann ich die jetzt mal auf den benutzen, bitte? Geht denn das? Ist voll kompliziert. Expecto Patronum, es ist doch gar nicht so schwer. Muss ich die hier vielleicht erstmal auswählen oder so? Doch, ich kann sie hier... Ha! Ja! Mit einem Kampfschrei attackierst du den Schattengeist. Das ätherische Wesen wird sofort von den Flammen eingehüllt und verschwindet mit einem gequälten Stöhnen. Jawohl. Das hat gut geklappt. Was haben wir denn jetzt hier? Die Tür ist mit seltsamen Ornamenten übersät. Du ziehst mit all deiner Kraft, aber die Rune bewegt sich keinen Zentimeter. Vielleicht ist sie auf irgendeine Art verzaubert. Diese Rune ist fest an der Wand verankert und glüht mit magischer Energie. Sie muss einem der Magier des Zirkels gehört haben. Dann muss man da irgendwas reinstecken. Ach, die geht am lauten Knarren, öffnet sich die Tür. Uff. Ach, ich habe hier da den Kürbis. Hier, den Kürbis haben wir jetzt. Da haben wir doch was gelesen. Hey, was ist mit diesem Lackmeer, von dem du gesprochen hast? Wir sollten ihn finden, meinst du nicht auch? Fügt Jorik wenig hilfreich hinzu. Wir gehen da jetzt erstmal hin. So, egal ob es der Abwasserkanal oder der Wasserspeicher der Burg ist, aber Schimmel und Moos sind über den Stein in dieser Kammer verteilt. Es ist kaum Wasser in diesem Abwasserkanal. Komm, dann nehmen wir mal die Schriftrolle, die coole. Und eine Flurtür, die wir mal aufmachen. Und wir können das alles hier, du ziehst an den Eisenstangen, das Gitter wieder sagt, zuerst öffnet sich dann aber und gewährt Zugang zur Kammer, die sich dahinter befindet. Können wir die alle aufmachen? Nein, aber die... Okay, dann möchte ich da, glaube ich, erstmal rein. In die Abwasserkanäle. Du schaust in die Dunkelheit, springst in den Dreck und zwängst dich durch die Öffnung. Tastaturbelegung für Gegenstände. Du kannst eine Tastaturbelegung für alles in deinem Inventar und einige Bedienelemente, Jorik, dich selbst und deine jetzige Fackel auf den Tasten 0 bis 9 machen. Wähle das Objekt, drücke STG und dann eine unnumerische Taste. Okay, wenn du jetzt das Objekt benutzen willst, drückst du einfach OK. Ja, kann man machen. Ich finde es aber fast einfacher, es einfach zu sehen und anzuklicken. Wir haben ja Zeit. Was kann man denn hier mal machen? Der steinerne Obelisk ist etwa 40 Zoll hoch und ist mit seltsamen Symbolen und drei tiefen Kerben versehen. Ein Summen kommt aus seinem Inneren und verrät, dass er mit der richtigen magischen Beschwörung aktiviert werden kann. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall dann einen Servicebruch. Du bist überrascht, ein mit Pflanzen bewachsenes Versteck so tief im Berg zu finden. Mhm. Ja. Wir haben ihn über Obelisken ja gefunden. Kann man mit dem Typen jetzt eigentlich mal hier sappeln? Jorik ansprechen willst, unterbricht er dich. Du solltest dir sicher sein, dass du meinen Rat willst, bevor du mich noch einmal ansprichst, weil ich dir von jetzt an Hinweise geben werde. Okay, Entschuldigung. Jo, dass ich dich angesprochen habe. Dann schauen wir uns mal die Schriftrolle an. Wir hatten ja eine eingesammelt. Du entrollst die Schriftrolle. Ja, hab ich. Du liest die Schriftrolle und ein Wort hebt sich vom Rest ab. Entreiz. Entreiz. Oder so. Vor deinem geistigen Auge siehst du die Rune aufglühen. Während du sie in dein Zauberbuch überträgst, zerfällt die Schriftrolle zu Staub. Du hast einen neuen Zauberspruch gelernt. Yay, wir können zaubern. Respecto, Patronum.
Ja, und können wir das dann... Ja, wir gucken uns das mal erstmal an. Die Bedeutung der Rune ist klar. Du flüsterst Entrates und der Weg öffnet sich vor dir mit einem metallischen, kreischenden Geist. Können wir dort mal hier jetzt da... Nicht der richtige Zauberspruch? Anscheinend nicht. Was ist mit den Gegenständen? Ach ja, der Kürbis. Der Kürbis, dieser große orangefarbene Kürbis ist der Inbegriff eines perfekten Kürbisses. Eines perfekten Kürbis. Da fehlt mir der Genitiv. Kürbisses. So. Ja, dann gehen wir wieder. Oder wie? Ne? Wo gehen wir eigentlich? Wie kommt man jetzt nochmal wieder zurück? Scheiße. Vielleicht einfach mal mit der Karte. Die können wir doch bestimmt benutzen. Ich möchte hier hin zu diesen Abwasserkanälen. Bitte. Da. Hingehen. Wie? Wie tun? Gehen. Abwasserkanal. Okay, dann gehen wir woanders lang. Genau. Mit der Taste da. Und jetzt gehen wir durch die Klappe hier. Du springst hoch und findest einen Halt in der Öffnung. Nach ein paar Versuchen schaffst du es, dich hochzuziehen. Dieser Raum erinnert dich an das Gruselkabinett auf König Ottos Jahrmarkt. Du kannst dich erinnern, dass du deine Schwester mitgenommen hast, in der Hoffnung, sie im Spiegelkabinett zu verlieren. Okay, jetzt mischt sich hier aber einiges. Der Stein liegt mitten auf dem Boden. Vielleicht können wir da ja mit dem Schwert draufhauen oder mit was anderem. Und dieser mit Spiegeln erfüllte Raum erinnert dich an das... Okay, Fackeln hier. Können wir immer gut gebrauchen. Hoffentlich müssen wir das Inventar nicht irgendwann voll leeren. Du versuchst den Stein anzünden. Du fühlst, wie sich etwas bewegt. Unglücklicherweise ist es dein Kreuz. Ja, lass uns doch mal probieren, hier eins unserer coolen Gegenstände zu benutzen. Nein, nicht so. Will das benutzen? Du versuchst beides miteinander zu benutzen, aber es passiert nichts. Machen wir nochmal. Müssen wir nicht nur an dem machen. Da auch nicht. Und da nochmal. Das eine hat keinen Effekt auf das andere. Okay, dann versuchen wir es nochmal mit unserem Speer. Und vielleicht auch nochmal das Schwert. Okay, dann mache ich mal gleich das Schwert. Komm her, du. Schade. Du starrst auf dein Spiegelbild und dir fällt auf, dass du mit der Person am Anfang deines Abenteuers nichts mehr gemeinsam hast. Jetzt schon? Wir haben doch erst angefangen. Du starrst auf den... Ja, okay. Können wir das einfach mal... Du untersuchst den Rahmen des Spiegels auf versteckte Schalter? Nichts. Hier vielleicht? Nichts. Nichts. Aber hier kann man was machen. Du schlägst das Glas mit deiner Faust. Der Spiegel bricht und Metall kommt zum Vorschein. Ein großer Riss geht durch die Oberfläche des Spiegels. Man kann Metall unter dem zerbrochenen Glas sehen. Ja. Wie komme ich denn da jetzt ran? Ich habe ein schlechtes Gefühl, als ob eine böse Prophezeiung im Herzen der Burg ausgeführt wurde. Was? Irgendwas mit dramatisch? Jorik schweift dramatisch ab. Jorik? Bitte nicht zu dramatisch werden. Wir müssen hier noch unseren Kram rausholen. Ja, wie kriege ich das denn jetzt da raus? Kann man da jetzt nicht einfach mal... Tabula rasa machen? Also ich meine, einfach mal da raufkloppen und Ding rausholen? Oder warum? Warum geht denn das nicht? Irgendwie nicht. Nochmal gucken. Ja, da ist ein Riss jetzt, aber irgendwie... Du gehst mit deinen Fingern über die Glasscherben. Aua, das tut weh, sagst du, als du dir ein paar Splitter entfernst. Du bist so schlau, Typ.
Nee, hey, irgendwie... Vielleicht brauchen wir noch Handschuhe oder so? Keine Ahnung. Also hier wüsste ich jetzt auch nicht, was wir da machen können. Deswegen gehen wir mal zurück. So. Mhm. Ja, und wir gehen noch mehr zurück. Gibt bestimmt noch mehr. Zum Beispiel, dass wir da rüber gehen. Können wir das denn? Eine klapprige Büsche, das ausgefransten Seilen. Ach, wir können hier gar nicht rüber gehen. Oh, das geht gar nicht. Na gut. Dann würde ich sagen, liebe Leute, schauen wir uns im nächsten Part von Shadowgate hier weiter oben. Schreibt mir bitte gerne in die Kommentare, was ihr im Moment davon haltet, von diesem Spiel. Ich finde es ganz interessant. Nette Alternative mal zu einem Wimmelbildspiel. Rätsellastig. Trotzdem auch Geschichte, ein bisschen Spannung und cooler Soundtrack. Mal gucken, was uns noch hier so erwartet. Und ja, her mit den Tipps und her mit den Ideen. Bis dann!